Ich habe damals als Physiotherapeutin gearbeitet und mich haben immer schon ganzheitliche Therapieformen, Methoden, Dinge im Fitnessbereich interessiert, eben ganzheitlich, die von Kopf bis Fuß arbeiten und den ganzen Menschen einbeziehen. Und ich bin dann durch Zufall in einer Buchhandlung auf Benitas erstes Buch gestoßen. Das sinnliche Beckenbodentraining hieß das, glaube ich. Ich habe das Buch verschlungen und sofort gespürt, wow, das ist was, das will ich machen. Dann habe ich nicht sofort, aber 1999 war dann meine erste Beckenbodenausbildung, der erste Baustein. Und ich habe das gleich umgesetzt in Workshops und ich habe begeistert festgestellt, das ist eine Methode, die wirklich für so ziemlich alles, zumindest was im Bewegungsapparat nicht ganz in Ordnung ist, sage ich jetzt einfach mal, helfen kann. Das finde ich so genial. Es ist wie ein kleines Wunder. Ich benutze ein und dieselbe Methode für Menschen. In meinem Kurs sitzen Menschen mit Tinnitus, mit Beckenbodenproblemen, mit Rückenschmerzen, mit Fußdeformitäten und ich kann dieselbe Methode benutzen. Das finde ich genial.